Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar soll es heute um die 5 Techniken, um die Angst zu besiegen gehen. Angst spielt nämlich in unserer Welt eine riesige Rolle. Und ich muss selbst von mir sagen und von allen Leuten, die ich kenne, meinen Klienten, meinen Freunden, meinem Umkreis, alle haben irgendwo Angst, auch wenn sie es nicht zugeben. Ich hatte vor allem lange Zeit Angst, hier zu stehen, euch mein ganzes Wissen weiterzugeben, zu verkaufen, mich weiterzubilden und. Und ja, dazu will ich euch natürlich 5 krasse Methoden vorstellen. Fangen wir auch gleich an. Strategie Nummer 1. Pack den Stier bei den Hörnern. Erfolgreiche Menschen gehen immer direkt durch die Angst. Und deswegen ist es auch so wichtig, seine Angst anzusprechen und trotzdem zu machen. Denn wie Goethe schon sagte, wir sind Wissensriesen, aber Handlungszwerge. Und deswegen pack den Stier bei den Hörnern, sprich es an, sag dir geht's gerade nicht gut, du hast ein bisschen Angst. Jeder wird's verstehen und jeder wird sich bei dir für deine Ehrlichkeit bedanken und dich noch mehr respektieren. Versprochen. Relationierung ist unsere Nummer 2. Was bedeutet es jetzt? Natürlich Relationierung, immer etwas in Relation setzen. Und zwar, ja, ich habe zwar Angst, auf der Bühne zu stehen, aber andere können das doch auch und genau deswegen schaffe ich das doch auch. Das ist zum Beispiel eine Relationierung. Oder mit sich selber auch, mit seinen eigenen Erfahrungen in Relation zu gehen. Ja, ich habe Angst, vor einer großen Masse zu singen. Okay, aber damals, die Schule war auch schwer, das habe ich auch geschafft. Oder da ist jemand gestorben, das habe ich auch irgendwie überlebt und dieses Problem auch bewältigt. Komm, dann schaffe ich das doch auch. Relationierung. Sich selbst mit Referenzerlebnissen, zur Not auch mit anderen Referenzerlebnissen vergleichen und dementsprechend dann einen absoluten Mehrwert für sich generieren. Klar, grundsätzlich sage ich auch, vergleichen komplett beschissen. Aber wenn es um Angstbewältigung geht, damit man sich traut, doch über seinen Schatten zu springen. Super Methode. Benutze ich auch des Öfteren. Also funktioniert auch in dem Sinne, sonst würde ich jetzt hier nicht stehen. Ne? Also, dritte Methode, auch richtig geil. Die Scheiß-Egal-Technik. Es gibt Leute, denen ist es wirklich scheißegal. Also ich habe einen Kumpel und das habe ich schon immer so geschätzt an ihm. Der hat keine Hemmungen. Also der singt vor Leuten, der macht Spaß, der genießt es einfach. Der macht es nicht für andere, sondern einfach für sich. Und ihm ist scheißegal, wer zusieht, wer was darüber denkt und sonst was. Also in der Hinsicht auch ein großes Vorbild für mich der Angstbewältigung. Also ist für die etwas krasseren, für die etwas mutigeren. Aber ich sag's dir, wenn du das einmal probiert hast, wenn es dir wirklich scheißegal ist, was andere über dich denken, du hast ein freieres Leben. Und da wollen wir doch alle hin und deswegen will ich dir diese Methode natürlich auch aufzeigen und erklären. Die Nummer 4, Freiheit der 2 Möglichkeiten. Ja, du hast entweder die Freiheit, es umzusetzen oder Angstfreiheit. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, ja, stellen wir uns ein krasses Szenario vor. Du bist eingesperrt in einem Raum, findest aber eine kleine Tür. Du hast jetzt die Freiheit, weiterhin eingesperrt in dem Raum zu sein, irgendwann wahrscheinlich eine Klaustrophobie zu entwickeln. Oder du hast die Angstfreiheit, weil du dich entschieden hast, durch deine Angst zu gehen und doch durch die kleine Kammer, wo du nicht weißt, wo du hingehst, zu gehen. Und so ist es meistens bei den ganzen Leuten, die haben einfach Angst vor Veränderung, vor was Neuem, weil die kennen das nicht, die haben da noch keine Erfahrung. Das ist auch ganz stark verknüpft mit der Angst zu scheitern. Und ich muss auch wirklich sagen, das war eine der in mir tief sitzendsten Ängste, die ich lange Zeit hatte. Ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht. Oh, da habe ich wieder was falsch gemacht. Wie kann das ankommen? Was denken die anderen über mich? Aber mittlerweile ist es mir scheißegal. Nicht unbedingt, mir ist natürlich eure Meinung auch wichtig. Ich will ja weitergehen. Aber mir ist es scheißegal, was die ganzen Hater denken. Sollen sie lachen, sollen sie machen, ist mir egal. Ich mache das
für euch, für die Leute, die da wirklich den Impact drin sehen, die den Mehrwert drin sehen, denen ich auch wirklich langfristig helfen kann mit meinem Wissen, meinen Methoden und meiner Kompetenz, weil die danken es mir. Genau für euch mache ich das. Und deswegen ist es natürlich auch ein Antrieb, um Angst zu überwältigen. Leidenschaft, dass dein ja, warum stärker ist als das, warum es nicht klappen könnte. Und das ist auf jeden Fall eins meiner stärksten Motivationen. Dann kommen wir auch zum letzten der fünf Techniken, dem Reframing. Hatten wir in einem anderen Video schon mal kurz behandelt, gar kein Thema, behandle ich dir hier aber nochmal. Auf jeden Fall Reframing, du hast einen beschissenen Glaubenssatz. Nehmen wir mal jetzt in meinem Beispiel, ich habe Angst zu scheitern. Ich habe Angst davor, was die anderen über mich denken oder ich bin ein Loser oder ich kann das nicht. Ist zum Beispiel auch so ein scheiß Glaubenssatz. Und jetzt liegt es natürlich daran, diesen Rahmen, den du im erschaffen hast mit deinem Glaubenssatz, einfach zu ändern. Machen wir hier, ich bin ein Versager. Leider so ein tiefer Glaubenssatz bei den meisten Leuten und muss man unbedingt dagegen wirken. Geht aber relativ schnell, wenn man den Mut hat, an sich zu arbeiten. Also wirklich nochmal Appell an alle Leute. Jeder von uns hat scheiß Glaubenssätze. Ob du es glaubst oder nicht, die blockieren uns. Deswegen triffst und sprichst du nicht deinen Traumpartner an. Weil du Angst hast oder weil du glaubst unterbewusst, du bist ein Versager oder du bist es nicht wert oder sonst was. Aber eins will ich dir sagen, du bist es wert. Nur du musst es dir wert sein, in dich, deine Bildung zu investieren. Und ob es jetzt Zeit, Geld oder Energie ist, scheißegal, ganz wichtig, dass du dich persönlich weiterentwickelst, weil sonst bleibst du auf der Strecke stehen und du wirst weiterhin Fernsehen gucken und den Leuten zuschauen, die ihr Traumleben leben. Also hör auf damit, Arsch hoch, trau dich, spring über deinen Schatten, such dir jemanden, der dir helfen kann, der Wissen dazu hat und der das Ganze schon geschafft hat, sich dementsprechend zu etablieren. Danke für den Appell. Ich bin ein Versager, waren wir. Scheiß Glaubenssatz. Wie reframest du den jetzt um? Also, du erinnerst dich hoffentlich, du hast meine Videos geschaut, wenn nicht, schaust dir unbedingt an. Der Tisch der Glaubenssätze. Aus den Tischbeinen erstellen sich immer wieder neue Referenzmuster, die du natürlich durch dein persönliches Objektiv, deine Kamera, ja, begutachtest, fokussierst. Und jetzt gilt es natürlich, von ich bin ein Versager, das Ganze umzumodellieren zu wie wär's, ich bin ein Gewinner, hört sich doch geil an. Und jetzt liegt es an dir, in deinem Geist, in deiner Erinnerung nach Referenzerlebnissen zu suchen. Geh da auch gerne in die Meditation oder in den Trance-Zustand. Schalt mal alles um dich herum ab, deine ganzen Alltagsgedanken, entspann dich. Atme tief ein, atme tief aus. Und jetzt überleg mal, wann hast du mal was gewonnen? Wann wurdest du gelobt? Und ruf dir diese Bilder so lebendig wie möglich vor Augen. Weil unser Gehirn ist so krass. Das kann nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden. Weil deine Vorstellungskraft ist die einzige für dich reale Realität. Und jetzt liegt es natürlich an dir, deine neuronale Autobahn, deinen Tisch mit diesem Glaubenssatz zu bestücken, mit Tischbeinen. Ganz wichtig, damit du den anderen den schlechten überschreibst und den guten natürlich etablierst. Also auch eine ganz krasse Methode, um Ängste zu bewältigen. Damit du vor der Kamera stehen kannst, deine Ziele, Träume verwirklichen kannst, was auch immer. Ich hoffe, du kennst deine Ziele und Träume schon, du weißt ganz genau, was du willst. Aber dazu werde ich gleich nochmal ein intensiveres Video machen, weil da wird es dann wirklich deep. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen dieser fünf Techniken. Ich hoffe, sie haben dir geholfen. Ich bin mir sicher, dieses ganze Wissen, dieser Content bringt dich weiter. Und in dem Sinne freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abonnement. Und in dem Sinne, we change the world together, angefangen bei deiner.